Als die Asche des Zweiten Weltkriegs sich legte und lange Schatten über eine Welt warf, die von Jahren des Konflikts erschöpft war, begann eine sinistre Unterströmung aufzutauchen. Das Jahr ist 1945 und der Fall des Dritten Reiches hat in seinem Kielwasser eine Spur notorischer Kriegsverbrecher hinterlassen, die wie Ratten fliehen, die ein sinkendes Schiff verlassen. Unter diesen sind Namen, die in Verruf geritzt sind: Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie. Männer, verantwortlich für unaussprechliche Gräueltaten, jetzt verzweifelt bemüht, der Gerechtigkeit zu entgehen, die sie ruft. Dies ist die Ära der Rattenlinien, geheime Fluchtrouten, die sich durch Europa zu weit entfernten Zielen wie Argentinien, Syrien und Ägypten schlängeln. Orchestriert von Netzwerken von Sympathisanten und erleichtert durch Organisationen wie dem Vatikan und dem Roten Kreuz, dienten diese Routen als Lebensader für diejenigen, die der Schlinge der Vergeltung entfliehen. Wie konnten diese berüchtigten Figuren durch die Finger der Gerechtigkeit schlüpfen? Und wer waren die schattenhaften Gestalten, die ihre Flucht unterstützten? Inmitten dieses trüben Hintergrunds taucht ein unerbittlicher Jäger auf, ein Leuchtfeuer der Gerechtigkeit in einer Welt, die mit den Schrecken des Holocausts ringt. Simon Wiesenthal, selbst ein Überlebender der nationalsozialistischen Konzentrationslager, widmet sein Leben der Verfolgung derjenigen, die den Völkermord orchestriert haben. Seine Mission ist nicht nur eine der Vergeltung, sondern ein Kreuzzug, um sicherzustellen, dass die Welt die begangenen Gräueltaten niemals vergisst. Wiesenthals Streben nach Gerechtigkeit führt zur Ergreifung von Schlüsselfiguren wie Eichmann, dem sogenannten Architekten des Holocausts, der 1960 aus seinem argentinischen Versteck geschnappt und vor Gericht gestellt wurde. Aber die Frage schwebt in der Luft wie ein hartnäckiger Nebel. Wie viele entkamen der Ergreifung? Ihre Verbrechen verblassen in den Annalen der Geschichte. Wie Anne Frank treffend bemerkte, was getan ist, kann man nicht ungeschehen machen, aber man kann verhindern, dass es wieder geschieht. Sind wir bereit, uns den unangenehmen Wahrheiten der Nachkriegsjahre zu stellen? Um die dunklen Korridore der Flucht und des Entkommens zu erkunden, die es einigen der schlimmsten Verbrecher der Geschichte ermöglichten, in die Nacht zu verschwinden. Begleiten Sie uns, wenn wir das verworrene Netz der Rattenlinien, die unermüdlichen Bemühungen von Simon Wiesenthal und das gespenstische Erbe der Nazis, die der Gerechtigkeit entkamen, entwirren. Willkommen im Tagebuch von Julius Caesar. Echos der Gerechtigkeit. Die Nürnberger Prozesse und die Abrechnung mit den nationalsozialistischen Gräueltaten. Im Nachklang des verheerenden Zweiten Weltkrieges entfaltete sich ein historisches, juristisches Ereignis in der Stadt Nürnberg, Deutschland. Die Nürnberger Prozesse, die vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 stattfanden, waren eine Reihe von Militärtribunalen, die einen Wendepunkt im internationalen Recht markierten. Diese beispiellose Serie von Prozessen verfolgte führende Persönlichkeiten des nationalsozialistischen Deutschlands für abscheuliche Verbrechen, die das Gewissen der Menschheit erschüttert hatten. Die Prozesse fanden im Justizpalast statt, einem Ort, der wegen seiner symbolischen Bedeutung und logistischen Eignung ausgewählt wurde, obwohl er während des Krieges teilweise beschädigt worden war. Die Prozesse wurden in vier Hauptkategorien geführt: Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein neuartiges rechtliches Konzept, die Verschwörung zur Begehung der vorgenannten Verbrechen. Die Angeklagten umfassten hochrangige Militäroffiziere, Politiker, Industrielle und Ärzte, die jeweils beschuldigt wurden an der systematischen Ermordung von Millionen während des Holocausts und anderer Kriegsverbrechen teilgenommen zu haben. Unter den Angeklagten waren Figuren wie Wilhelm Keitel, Alfred Jodl und Ernst Kaltenbrunner. 24 der prominentesten Nazis standen vor dem Internationalen Militärtribunal, darunter berüchtigte Persönlichkeiten wie Hermann Göring, Rudolf Hess und Joachim von Ribbentrop. Der Schatten Adolf Hitlers, Heinrich Himmlers und Josef Goebbels lag über den Verhandlungen, obwohl sie der Gerechtigkeit durch ihren selbst zugefügten Untergang in den letzten Kriegstagen entgangen waren. Göring insbesondere war oft während der Prozesse lautstark und verteidigte trotzig die Handlungen des nationalsozialistischen Regimes. Die Prozesse waren ein Schmelztiegel juristischer Traditionen und vereinten Elemente sowohl des angloamerikanischen als auch des kontinentalen Rechtssystems. Die Verhandlungen wurden gleichzeitig ins Englische, Französische, Russische und Deutsche übersetzt,
was sie zu einem der ersten großen Prozesse mit einem solchen Maß an sprachlicher Komplexität machte. Dieses sprachliche Kunststück wurde durch den Einsatz innovativer Technologie und eines Teams von qualifizierten Dolmetschern erreicht. Die Anklage präsentierte eine erstaunliche Menge an Beweisen, einschließlich erschütternder Zeugenaussagen und umfangreicher Dokumentationsaufzeichnungen. Durch diese Prozesse wurde die Welt mit dem Konzept des Völkermords bekannt gemacht, mit Berichten über die systematische Auslöschung von Juden, Roma und anderen Gruppen. Filme aus befreiten Konzentrationslagern, die die unmenschlichen Bedingungen und das Ausmaß der Gräueltaten zeigten, hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck im Gerichtssaal und bei denen, die weltweit die Prozesse verfolgten. Der Chefankläger Robert H. Jackson sagte berühmt: „Die Unrechte, die wir verurteilen und bestrafen wollen, wurden so berechnend, so bösartig und so verheerend begangen, dass die Zivilisation es nicht tolerieren kann, wenn sie ignoriert werden." Eines der bedeutendsten Ergebnisse war die Etablierung der Prinzipien des Nürnberger Kodex, eines Satzes ethischer Richtlinien für die medizinische Forschung am Menschen. Dies war eine Reaktion auf die unmenschlichen medizinischen Experimente, die von nationalsozialistischen Ärzten wie Karl Brandt und Viktor Bruck an Gefangenen durchgeführt wurden. Der Nürnberger Kodex legte den Grundstein für die moderne medizinische Ethik und den Schutz von Versuchspersonen in der Forschung. Trotz einiger Kritik an der rechtlichen Grundlage der Prozesse und Vorwürfen der Siegerjustiz waren die Nürnberger Prozesse bahnbrechend bei der Feststellung, dass nicht nur Staaten, sondern auch Einzelpersonen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden können. Sie setzten einen Präzedenzfall für zukünftige internationale Prozesse, einschließlich derer für Kriegsverbrechen in Jugoslawien und Ruanda. Telford Taylor, ein amerikanischer Staatsanwalt bei den Prozessen, betonte ihre historische Bedeutung und erklärte, dass vier große Nationen, erfüllt von Sieg und verletzt von Schaden, die Hand der Rache zurückhalten und ihre gefangenen Feinde freiwillig dem Urteil des Gesetzes unterwerfen, ist eine der bedeutendsten Anerkennungen, die die Macht je der Vernunft gezollt hat. Die Prozesse verfolgten nicht nur, sie sprachen auch frei. Der Freispruch von Hans Fritzsche und Franz von Papen unter anderem zeigte, dass die Tribunale mehr als bloße Instrumente der Rache waren. Sie waren Foren der Gerechtigkeit. Dieser Aspekt der Prozesse war entscheidend für die Etablierung ihrer Legitimität und die Einhaltung der Grundsätze von Recht und Fairness. Wie Justice Jackson treffend bemerkte: „Das Protokoll, nach dem wir diese Angeklagten richten, ist das Protokoll, nach dem die Geschichte uns morgen richten wird." Die Schatten von gestern, Entwirrung des Odessa-Netzwerks und der Rattenlinien. In der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs, als die Welt mit den Enthüllungen des Holocausts und der Verwüstung des Krieges rang, war ein geheimes Netzwerk aktiv, das bei der Flucht von Nazi-Kriegsverbrechern half. Diese verdeckte Operation, bekannt als das Odessa-Netzwerk und die Rattenlinien, war ein komplexes Geflecht von Routen und Kontakten, das die Flucht der Nazis aus Europa nach Südamerika und darüber hinaus erleichterte. Schätzungen zufolge konnten Tausende von Nazis über diese Netzwerke entkommen, obwohl die genaue Zahl ungewiss bleibt. Der Begriff Odessa, ein Akronym für Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, soll von ehemaligen Mitgliedern der SS, der Elitetruppe der NSDAP, gegründet worden sein. Diese schattenhafte Organisation soll mit der Absicht gegründet worden sein, ein Zufluchtsort für flüchtige Nazis zu schaffen, ein Ort, an dem sie der Gerechtigkeit entgehen und vielleicht sogar ein Wiederaufleben planen konnten. Das genaue Gründungsdatum von Odessa ist unbekannt, aber es wird angenommen, dass es 1946 operativ war. Gleichzeitig erstreckten sich die Rattenlinien, ein Netzwerk von Fluchtwegen, wie ein Spinnennetz über Europa und führten zu sicheren Zufluchtsorten in Ländern wie Argentinien, Brasilien und Chile. Diese Routen wurden von einer bunten Gruppe von Kollaborateuren unterstützt, darunter sympathisierende Geistliche, ehemalige Faschisten und sogar einige ausländische Regierungsbeamte. Bemerkenswert unter diesen war Bischof Alois Hudal, ein katholischer Bischof in Rom, dem nachgesagt wird, zahlreichen Nazis bei ihrer Flucht geholfen zu haben. Eine der berüchtigtsten Figuren, die durch diese Netzwerke entkommen ist, war Adolf Eichmann, der Architekt des Holocausts. Eichmann wurde nach Argentinien gebracht, wo er unter einem Pseudonym lebte, bis er 1960 von israelischen Mossad-Agenten
auf spektakuläre Weise gefasst wurde. Seine Gefangennahme und der anschließende Prozess in Jerusalem lenkten internationale Aufmerksamkeit auf das Thema der Nazi-Flüchtlinge. Ein weiterer berüchtigter Flüchtling war Josef Mengele, der Todesengel, berüchtigt für seine unmenschlichen medizinischen Experimente in Auschwitz. Mengele fand Zuflucht in Südamerika und entging dem Rest seines Lebens der Gefangennahme. Er lebte in Brasilien unter dem Alias Wolfgang Gerhard und starb 1979. Seine wahre Identität wurde erst nach seinem Tod entdeckt. Die Rattenlinien funktionierten auf verschiedene Weise, von gefälschten Dokumenten und Pässen bis hin zu diskreten Transportvereinbarungen. Die Routen begannen oft im Chaos des Nachkriegseuropas und führten durch Länder wie Österreich und Italien. Der Vatikan ist in diesem Zusammenhang umstritten, mit Vorwürfen seiner Beteiligung, obwohl dies eine Angelegenheit der Debatte und Spekulation bleibt. Die Beteiligung von Figuren wie Hudal und anderen, die mit dem Vatikan in Verbindung stehen, wurde dokumentiert, aber das Ausmaß der institutionellen Beteiligung ist nach wie vor unklar. Das beliebteste Ziel für diese Flüchtlinge war Argentinien unter der Präsidentschaft von Juan Perón, der aus einer Mischung aus pragmatischen und ideologischen Gründen viele ehemalige Nazis willkommen hieß. Brasilien, Paraguay und andere südamerikanische Länder wurden ebenfalls Zufluchtsorte für diese Personen. Perons Regime, das faschistischen Ideologien sympathisierte, bot ein ideales Refugium für Nazis, die versuchten, ihr Leben fern von Europa wieder aufzubauen. Die Rattenlinien und das Odessa-Netzwerk erleichterten nicht nur die Flucht von Kriegsverbrechern, sondern unterstrichen auch die komplexen geopolitischen Realitäten der Nachkriegswelt. Mit dem Beginn des Kalten Krieges wurden ehemalige Nazis von West und Ost umworben für ihre Geheimdienstinformationen und Expertise, was die Bemühungen, sie für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, weiter komplizierte. Diese geopolitischen Manöver hatten manchmal Vorrang vor der Verfolgung von Gerechtigkeit für Kriegsverbrechen. Die Auswirkungen dieser Netzwerke erstrecken sich über das Historische hinaus in den kulturellen Bereich. Sie haben zahlreiche Bücher, Filme und Verschwörungstheorien inspiriert und unterstreichen die anhaltende Faszination und das Entsetzen über dieses dunkle Kapitel der Geschichte. Werke wie Frederick Forsyths Roman »Die Akte Odessa« und die Filmadaption haben die Geschichte dieser Netzwerke einem breiteren Publikum näher gebracht. Schatten und Raketen, die kontroverse Saga der Operation Paperclip. Als sich der Staub des Zweiten Weltkriegs legte, entfaltete sich eine verdeckte Operation, nicht auf den Schlachtfeldern, sondern in den stillen Korridoren der Macht. Die Operation Paperclip, ein geheimes und moralisch zweideutiges Kapitel in der Nachkriegsgeschichte, begann. Ihre Mission, Deutschlands brillanteste wissenschaftliche Köpfe für den Nutzen Amerikas während des aufkommenden Kalten Krieges anzuwerben. Offiziell genehmigt von Präsident Harry Truman im August 1945, markierte die Operation eine dramatische Wende in der Nachkriegspolitik, wobei wissenschaftlicher Gewinn über den Entnazifizierungsanstrengungen priorisiert wurde. Eingeleitet von der Joint Intelligence Objectives Agency im Jahr 1945, zielte die Operation Paperclip darauf ab, die wissenschaftlichen Fortschritte Nazi-Deutschlands, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Raketentechnik, zu nutzen. In der Welt der Nachkriegsspionage und wissenschaftlichen Rivalität wurden diese deutschen Wissenschaftler, von denen einige ehemalige Nazis waren, als entscheidende Vermögenswerte im Kampf gegen die sowjetische Bedrohung angesehen. Die GIOA, unter der Leitung von Personen wie Generalmajor Hugh Knerr, manövrierte durch ein moralisches Minenfeld und balancierte die Notwendigkeiten des Kalten Krieges mit den dunklen Geschichten ihrer Rekruten. Der Name der Operation, Paperclip, leitete sich von den Büroklammern ab, die verwendet wurden, um die neuen Profile der Wissenschaftler an ihre Mitgliedschaft in der NSDAP und SS-Angehörigkeiten anzuhängen und so ihre Vergangenheit effektiv zu säubern. Diese Handlung, ihre nationalsozialistischen Geschichten zu tilgen oder zu übersehen, war eine pragmatische, aber umstrittene Entscheidung, angetrieben von den strategischen Imperativen des Kalten Krieges. Die GIOA befand sich oft in einer heiklen Position, mit Prüfungen sowohl von Regierungs- als auch von öffentlichen Quellen konfrontiert. Über 1600 deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker wurden unter der Operation Paperclip in die Vereinigten Staaten gebracht, ein Schritt,
der tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltraum- und Verteidigungsprogramme der Vereinigten Staaten hatte. Zu den bemerkenswertesten gehörte Wernher von Braun, ein ehemaliges Mitglied der SS und das technische Genie hinter dem V-2-Raketenprogramm, der weltweit ersten langstreckengelenkten ballistischen Rakete, die gegen die alliierten Streitkräfte eingesetzt wurde. Von Brauns Weg von Peenemünde, dem Ort seiner Kriegsforschung, zu einer zentralen Rolle im amerikanischen Weltraumprogramm, verkörpert das komplexe Erbe der Operation. Von Braun und sein Team waren anfangs in Fort Bliss, Texas, stationiert, wo sie an Raketentechnologie für die US-Armee arbeiteten. Ihr Fachwissen spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Redstone-Rakete, die die erste lebende nukleare ballistische Rakete antrieb und später Amerikas ersten Satelliten, Explorer 1, ins All brachte, was einen entscheidenden Moment im Weltraumrennen markierte. Dies stellte eine bedeutende Wendung gegenüber den Tagen der Operation Crossbow dar, in denen alliierte Kräfte V-2-Produktionsstätten angriffen. Die Operation ging über die Raketentechnik hinaus. Hubertus Strughold, bekannt als der Vater der Raumfahrtmedizin, war ein weiterer hochkarätiger Rekrut. Trotz späterer Anschuldigungen von Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit Menschenversuchen leistete Strughold bedeutende Beiträge zum Luft- und Raumfahrtmedizinprogramm der US-Luftwaffe. Seine Arbeit war entscheidend, um amerikanische Astronauten auf die Bedingungen im Weltraum vorzubereiten, obwohl sein Erbe durch seine früheren Verbindungen befleckt bleibt. Die Operation Paperclip war nicht ohne Kritiker. Die ethischen Implikationen der Beschäftigung ehemaliger Nazis, von denen einige in Kriegsverbrechen verwickelt waren, lösten Debatten innerhalb der US-Regierung und in der Öffentlichkeit aus. Die Operation warf tiefgreifende Fragen über das Gleichgewicht zwischen moralischer Verantwortung und strategischer Notwendigkeit auf. Kritiker wie Senator J. William Fulbright sprachen sich gegen die Beschäftigung von Personen mit zweifelhaften Vergangenheiten aus und betonten die moralischen Kosten solcher Entscheidungen. Der Einfluss dieser deutschen Wissenschaftler auf die US-Technologie war unbestreitbar. Ihre Arbeit war entscheidend für die Entwicklung der Saturn-V-Rakete, die letztendlich die Apollo-Mondlandungen ermöglichte. Von Braun wurde insbesondere zu einer prominenten Figur in der NASA als Direktor des Marshall Space Flight Center und wurde zu einem Symbol der Weltraumambitionen der Vereinigten Staaten. Sein Erbe ist jedoch eine Dichotomie aus wissenschaftlichen Errungenschaften und Mittäterschaft bei Kriegsverbrechen. Aber die Schatten ihrer Vergangenheit verschwanden nie vollständig. Während ihrer Karriere in den Vereinigten Staaten trugen diese Wissenschaftler die Komplexitäten und Widersprüche ihrer früheren Zugehörigkeiten und Handlungen mit sich. Die Operation Paperclip bleibt ein nuanciertes und umstrittenes Kapitel in der Geschichte, das die moralischen Mehrdeutigkeiten und strategischen Berechnungen der Ära des Kalten Krieges verkörpert. Die Operation, in Geheimhaltung und moralischer Kontroverse gehüllt, provoziert weiterhin Debatten und Reflexionen über den Preis von technologischem und wissenschaftlichem Fortschritt. Wie der Historiker Clarence Lasby kommentierte, war die Operation Paperclip eine seltsame Ehe der Bequemlichkeit zwischen der amerikanischen Regierung und einer Gruppe deutscher Raketenspezialisten, BI der beide Seiten sich zu ihrem eigenen besten Vorteil nutzten. Das Auslöschen der Schatten. Der komplexe Weg der Entnazifizierung Deutschlands. In den Ruinen des Nachkriegsdeutschlands entfaltete sich eine monumentale und beispiellose Aufgabe, der Entnazifizierungsprozess. Dieses ehrgeizige Programm, das 1945 eingeleitet wurde, zielte darauf ab, die deutsche Gesellschaft, Kultur, Presse, Wirtschaft, Justiz und Politik von jeglichen Überresten der nationalsozialistischen Ideologie zu säubern. Eingeleitet von den alliierten Kräften, war die Entnazifizierung ein Eckpfeiler im Wiederaufbau einer demokratischen deutschen Gesellschaft. Ihr Ziel war es nicht nur, den Einfluss der Nazis zu beseitigen, sondern auch ein demokratisches Bewusstsein unter den deutschen Menschen zu fördern. Als die Alliierten Deutschland in 4 Besatzungszonen aufteilten, näherte sich jede Zone der Entnazifizierung mit unterschiedlicher Intensität und Methodik. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion strebten alle danach, den Einfluss der NSDAP auszulöschen und die deutsche Gesellschaft zu rehabilitieren, unterschieden sich jedoch in ihren Strategien und Schwerpunkten. Die amerikanische Zone führte das umfassendste Entnazifizierungsprogramm durch,
während die sowjetische Zone den Prozess nutzte, um einen kommunistischen Brückenkopf zu etablieren. In der amerikanischen Zone fanden die energischsten Entnazifizierungsbemühungen statt. Die US-Behörden etablierten ein Programm, das von Deutschen verlangte, Fragebögen auszufüllen, um ihr Maß an Beteiligung am Naziregime zu bestimmen. Über 13 Millionen Deutsche durchliefen diesen Überprüfungsprozess und schufen eine massive Verwaltungsaufgabe. Diese Methode wurde jedoch kritisiert, weil sie sowohl überbürokratisch als auch oberflächlich war und oft versagte, echte Nazi-Sympathisanten von bloßen Mitläufern zu unterscheiden. Die britische Zone konzentrierte sich mehr auf den Wiederaufbau der Zivilgesellschaft und weniger auf strafende Maßnahmen, was zu einem weniger rigorosen Entnazifizierungsprozess führte. Im Gegensatz dazu wurde die Entnazifizierung in der französischen Zone inkonsistent angewendet und oft von Sicherheits- und Wiederaufbauüberlegungen überschattet. Die sowjetische Zone verfolgte einen strengeren Ansatz und nutzte die Entnazifizierung oft als Mittel zur Entfernung potenzieller Opposition gegen kommunistische Ideologien. Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Entnazifizierungsprozesses waren die Nürnberger Prozesse, die im November 1945 begannen. Diese Prozesse, bei denen führende Kriegsverbrecher angeklagt wurden, lenkten internationale Aufmerksamkeit auf die Schrecken des Naziregimes. Jenseits dieser hochkarätigen Prozesse lag jedoch die gewaltige und komplexe Aufgabe, die deutsche Bürokratie, das Bildungssystem und jeden Aspekt des täglichen Lebens von Nazi-Einflüssen zu säubern. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren wurden Tausende von Nazis aus ihren Positionen entfernt und viele wurden inhaftiert. Doch als sich der Kalte Krieg verschärfte, verlagerte sich der Schwerpunkt der westlichen Alliierten von der Entnazifizierung auf den Wiederaufbau Deutschlands als Bollwerk gegen den Kommunismus. Diese Verschiebung führte zu einer allmählichen Lockerung der Entnazifizierungsbemühungen und zur Reintegration vieler ehemaliger Nazis in die deutsche Gesellschaft, insbesondere in Bereichen, in denen ihre Expertise unverzichtbar war. Ein oft übersehener Aspekt der Entnazifizierung war ihre kulturelle Dimension. Die Alliierten verboten Nazi-Bücher, Filme, Musik und Symbole, um den kulturellen Abdruck des Regimes auszulöschen. Schulen wurden von Nazi-Lehrern und Lehrbüchern gesäubert und ein umfangreiches Umerziehungsprogramm wurde implementiert, um demokratische Werte in der deutschen Bevölkerung zu verankern. Die Vereinigten Staaten sponserten sogar Filme wie The Hitler Gang 1944 und Our Job in Germany 1945, um die Deutschen über die Gefahren des Nationalsozialismus aufzuklären. Trotz dieser Bemühungen hatte der Prozess seine Mängel. Viele ehemalige Nazis konnten der Gerechtigkeit entgehen, indem sie ihre Vergangenheit verheimlichten oder von den sich ändernden Prioritäten der Alliierten profitierten. Die Frage, wie tief der Nationalsozialismus in die deutsche Gesellschaft eingedrungen war, blieb ein Diskussionsthema, wobei einige argumentierten, dass der Prozess es versäumt habe, die tieferen gesellschaftlichen Wurzeln der nationalsozialistischen Ideologie zu erreichen. Das Erbe der Entnazifizierung ist komplex. Einerseits war es ein entscheidender Schritt zur Zerschlagung der totalitären Strukturen des Naziregimes und zur Schaffung der Grundlagen für die demokratischen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland. Andererseits hinterließen seine Inkonsistenzen und die spätere Verdünnung bei vielen Deutschen das Gefühl, dass die Gerechtigkeit nicht vollständig gedient wurde. Wie der Historiker James F. Tent bemerkte, die Entnazifizierung war eine notwendige Reaktion auf die Verbrechen des Dritten Reichs, aber ihre Ausführung war oft fehlerhaft und unvollständig. Zwischen Barmherzigkeit und Komplizenschaft, die umstrittene Rolle des Vatikans und des Roten Kreuzes bei der Flucht von Nazis. Im labyrinthartigen Nachkriegschaos des Zweiten Weltkriegs, inmitten des Chaos und der Erleichterung über den Frieden, entfaltete sich eine schattenhafte Erzählung, die zwei der weltweit angesehensten Institutionen betraf, den Vatikan und das internationale Rote Kreuz. Ihre mutmaßlichen Rollen bei der Hilfe für Nazi-Kriegsverbrecher, um der Gerechtigkeit zu entkommen, sind Gegenstand intensiver historischer Überprüfung und moralischer Debatte gewesen. Das Kriegsende sah viele hochrangige Nazi-Beamte und Kollaborateure, die verzweifelt versuchten, dem Netz der Alliierten zu entkommen. In dieser turbulenten Zeit
wurden bestimmte Kanäle innerhalb des Vatikans und des Roten Kreuzes angeblich Teil dessen, was später als die Rattenlinien bekannt wurde. Verdeckte Fluchtrouten für Nazis. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass bis zu 8000 Mitglieder der SS und andere Nazis durch diese Rattenlinien entkamen. Der Vatikan, eine souveräne Entität im Herzen Roms, befand sich in dieser Zeit in einer einzigartigen Position. Obwohl während des Krieges offiziell neutral, waren seine Nachkriegspolitiken und Einstellungen gegenüber fliehenden Nazis Gegenstand von Kontroversen. Einige Historiker vermuten, dass bestimmte Mitglieder der vatikanischen Hierarchie mit der antikommunistischen Haltung vieler Nazis sympathisierten und, motiviert durch dies und das Chaos des Nachkriegseuropas, deren Flucht erleichterten. Einer der bekanntesten Fälle, die mit den Rattenlinien des Vatikans in Verbindung gebracht wurden, war der von Franz Stangl, dem Kommandanten des Vernichtungslagers Treblinka. Berichten zufolge erhielt er Hilfe von einem römisch-katholischen Bischof, um nach Syrien und dann nach Brasilien zu fliehen. Ebenso wurde Bischof Alois Hudal, ein anerkannter Nazi-Sympathisant, oft als Schlüsselfigur bei der Unterstützung flüchtender Nazis genannt, obwohl das Ausmaß seiner Beteiligung und die offizielle Haltung des Vatikans umstrittene Themen bleiben. Hudal selbst sagte einmal: "Ich danke Gott, dass er es mir ermöglicht hat, die Gefängnisse zu besuchen und vielen Insassen Trost zu bringen." Andererseits fand sich das internationale Rote Kreuz, bekannt für seine humanitären Bemühungen, in einer anderen Art von Kontroverse wieder. Im Chaos nach dem Krieg stellte das Rote Kreuz Tausenden von Flüchtlingen Reisedokumente und Identitätspapiere aus. Es wurde behauptet, dass dieses System von Nazis ausgenutzt wurde, die es schafften, diese Dokumente unter falschen Identitäten zu erhalten, um ihre Flucht zu erleichtern, insbesondere nach Südamerika. Zu den Nutznießern solcher Dokumente gehörte Adolf Eichmann, der einen Reisepass des Roten Kreuzes unter dem Namen Ricardo Clement erhielt und nach Argentinien floh. Die Leichtigkeit, mit der Eichmann und andere wie er die humanitären Mechanismen des Roten Kreuzes ausnutzten, unterstrich die Herausforderungen, denen sich internationale Organisationen in Zeiten des Umbruchs gegenübersahen. Sowohl der Vatikan als auch das Rote Kreuz sahen sich in ihrer jeweiligen Kapazität in der Nachkriegszeit immensen Herausforderungen gegenüber. Der Vatikan navigierte durch die komplexe politische Landschaft eines vom Krieg zerrütteten Europas, während das Rote Kreuz mit einer beispiellosen Flüchtlingskrise konfrontiert war. Ihre mutmaßliche Beteiligung an der Unterstützung flüchtender Nazis stellte jedoch ernsthafte ethische und moralische Fragen. Die Debatte über ihre Rollen wird weiterhin durch den Mangel an konkreten Beweisen in vielen Fällen kompliziert. Die geheime Natur der Rattenlinien und der Zeitablauf haben es schwierig gemacht, das volle Ausmaß der Beteiligung dieser Institutionen festzustellen. Die Anschuldigungen und Verdächtigungen haben jedoch angehalten und werfen einen langen Schatten über ihre Nachkriegsgeschichte. Obwohl der Vatikan und das Rote Kreuz seitdem Schritte unternommen haben, um diese Vorwürfe anzugehen und weltweit an zahlreichen humanitären Bemühungen beteiligt waren, bleibt die Erzählung ihrer möglichen Beteiligung an der Unterstützung von Nazi-Fluchten eine eindringliche Erinnerung an die komplexen moralischen Dilemmata, mit denen Institutionen in Krisenzeiten konfrontiert sind. Im Schatten der Vergeltung. Der unermüdliche Kreuzzug von Simon Wiesenthal. In der Landschaft nach dem Zweiten Weltkrieg trat eine einzigartige Figur als Symbol der Gerechtigkeit und unerbittlichen Verfolgung hervor. Simon Wiesenthal, ein Mann, dessen Name zum Synonym für die Jagd nach Nazi-Kriegsverbrechern wurde. Seine Reise vom Holocaust-Überlebenden zum weltweit bekanntesten Nazi-Jäger ist eine Geschichte der Resilienz, Hartnäckigkeit und unerschütterlichen Verpflichtung zur Gerechtigkeit. Geboren 1908 in Buchacz, damals Teil des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs, nahm Wiesenthals Leben während des Holocausts eine katastrophale Wendung. Er überlebte mehrere Konzentrationslager, darunter Janowska, Plassow und Mauthausen, verlor jedoch 89 Familienmitglieder an den Nazi-Völkermord. Diese persönliche Tragödie befeuerte seine Nachkriegsmission, die Verantwortlichen für den Holocaust aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen. Wiesenthals. Suche begann in den Ruinen von Mauthausen. Kaum war der Krieg vorbei, erstellte er eine Liste von SS-Offizieren und Kollaborateuren und startete damit seine lebenslange Mission.
Sein Ansatz kombinierte akribische Forschung, ein umfangreiches Netzwerk von Informanten und ein untrügliches Gespür dafür, disparate Informationen zu verbinden. Einer von Wiesenthals bedeutendsten Erfolgen war die Unterstützung B der Ergreifung von Adolf Eichmann, einem der Hauptarchitekten des Holocausts. 1953 erhielt Wiesenthal Informationen, dass Eichmann in Argentinien sei. Seine unermüdliche Verfolgung und das von ihm zusammengestellte Dossier waren entscheidend für Eichmanns letztendliche Ergreifung durch israelische Mossad-Agenten 1960 und seinen anschließenden Prozess und Hinrichtung. Ein weiterer bemerkenswerter Erfolg war die Ergreifung von Franz Stangl, dem Kommandanten der Vernichtungslager Treblinka und Sobibor. Stangl, verantwortlich für den Tod von fast 900.000 Menschen, wurde 1967 in Brasilien festgenommen, größtenteils dank Wiesenthals Bemühungen. Wiesenthals Arbeit war nicht ohne Kontroversen. Seine einseitige Verfolgung der Gerechtigkeit brachte ihn manchmal in Konflikt mit Regierungen und anderen jüdischen Organisationen. Kritiker hinterfragten seine Methoden und die Genauigkeit einiger seiner Behauptungen. Doch sein Engagement blieb unerschüttert. Wie Wiesenthal berühmt sagte, für mich gibt es keine Verjährungsfrist für Mord. Meine Arbeit ist eine Warnung an die Mörder von morgen, dass sie niemals Ruhe haben werden. Von einem kleinen, überfüllten Büro in Wien aus wurde Wiesenthals Name zu einem Hoffnungsschimmer für Holocaust-Überlebende, die Gerechtigkeit suchten. Sein Simon Wiesenthal Center, das 1977 in Los Angeles gegründet wurde, setzt sein Vermächtnis fort und fördert weltweit die Menschenrechte und Holocaust-Bildung. Bis zu seinem Tod 1905 war Wiesenthal an der Identifizierung und Ergreifung von über 1100 Nazi-Kriegsverbrechern beteiligt. Sein Lebenswerk war ein Zeugnis für die Macht der Entschlossenheit eines Einzelnen angesichts monumentaler Ungerechtigkeit. Über die Zahlen und die prominenten Fälle hinaus findet sich Wiesenthals Erbe auch in den weniger bekannten Geschichten. Er sprach oft von der moralischen Pflicht, sich an die Opfer zu erinnern, und der Wichtigkeit von Gerechtigkeit über Rache. Seine Verfolgung war nicht nur eine Sache der Vergeltung, es war eine Suche nach der Wahrung der Heiligkeit des menschlichen Lebens und der Würde. Die Echos einer dunklen Vergangenheit. Die Verfolgung ehemaliger Nazis in den politischen Arenen der Nachkriegszeit. In der Folge des Zweiten Weltkriegs, als die alliierten Mächte danach strebten, ein zerschmettertes Deutschland wieder aufzubauen, kam eine unangenehme Wahrheit ans Licht. Viele Personen, die Teil des Nazi-Regimes waren, fanden ihren Weg in einflussreiche Positionen in den neu geformten demokratischen Regierungen, insbesondere in Westdeutschland. Dieses Phänomen, ein komplexes Zusammenspiel von Notwendigkeit, Pragmatismus und übersehenen Vergangenheiten, wurde zu einem bedeutenden Aspekt der europäischen Nachkriegspolitik. Es wird geschätzt, dass bis 1957 etwa 77% der leitenden Beamten des Justizministeriums ehemalige Nazis waren. Der Prozess der Entnazifizierung, anfangs rigoros, verlor allmählich an Intensität, besonders angesichts des aufkommenden Kalten Krieges. Die westlichen Alliierten, vor allem die Vereinigten Staaten und Großbritannien, verlagerten ihren Fokus von der Bestrafung ehemaliger Nazis auf die Errichtung eines stabilen und wohlhabenden Westdeutschlands als Bollwerk gegen den Kommunismus. Diese Prioritätenverschiebung ebnete vielen Ex-Nazis den Weg, sich wieder in das zivile Leben zu integrieren und sogar in Machtpositionen aufzusteigen. Bis Anfang der 1950er Jahre waren weniger als 200 Nazis für Kriegsverbrechen inhaftiert. Ein bemerkenswertes Beispiel war Hans Globke, der von 1953 bis 1963 als Chef des Stabes des westdeutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer diente. Globke hatte eine bedeutende Rolle bei der Ausarbeitung der Nürnberger Gesetze gespielt, dem rechtlichen Rahmenwerk, das rassische Diskriminierung im nationalsozialistischen Deutschland institutionalisierte. Trotz seiner Vergangenheit wurde Globke zu einer Schlüsselfigur in der westdeutschen Regierung und beeinflusste deren Richtung während der kritischen Jahre des Kalten Krieges. Sein Einfluss war so groß, dass Adenauer einmal bemerkte, ich nehme meinen Globke über jeden ihrer Generäle. Ein weiteres Beispiel war Kurt Georg Kiesinger, der 1966 zum Bundeskanzler von Westdeutschland wurde. Kiesinger war Mitglied der Nazi-Partei und arbeitete während des Krieges im Außenministerium.
Seine frühere Mitgliedschaft wurde zum Gegenstand öffentlicher Debatten und Proteste, insbesondere während der Studentenbewegungen der 60er Jahre. Dies gipfelte im berüchtigten Vorfall im Jahr 1968, als Beate Klaasfeld ihn öffentlich ohrfeigte und ihn als Nazi bezeichnete. Auch im Bereich der Wissenschaft und Technologie fanden ehemalige Nazis Rollen in den neuen Regierungsstrukturen. Wernher von Braun, ein SS-Offizier und das Gehirn hinter dem V-2-Raketenprogramm, wurde im Rahmen der Operation Paperclip in die Vereinigten Staaten gebracht und wurde schließlich zu einer prominenten Figur, BE, der NASA. Seine Geschichte veranschaulicht, wie Kriegszeitexpertise oft über moralische Verantwortung im Kontext des Kalten Krieges gestellt wurde. Von Braun bemerkte einmal: Wir wussten, dass wir eine neue Kriegsform geschaffen hatten. Und die Frage, welcher Nation, welcher siegreichen Nation wir dieses Geisteskind anvertrauen wollten, war mehr eine moralische Entscheidung als alles andere. Die Situation in Westdeutschland spiegelte einen breiteren Trend in Europa wider, wo viele ehemalige Nazis es schafften, einer Strafverfolgung zu entgehen und sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Diese Reintegration wurde teilweise durch das chaotische Nachkriegsumfeld erleichtert, in dem Aufzeichnungen verloren gingen oder zerstört wurden und das Ausmaß der Beteiligung am Nazi-Regime eine gründliche Überprüfung praktisch unmöglich machte. Zum Beispiel wurde in Österreich in einem Bericht aus dem Jahr 1948 festgestellt, dass fast 60% der Bürokraten ehemalige Nazis waren. Die Präsenz ehemaliger Nazis in den Nachkriegsregierungen war nicht nur ein politisches Problem, sondern auch ein moralisches und ethisches Dilemma. Es warf Fragen über die Natur der Gerechtigkeit und den Prozess der Versöhnung auf. Die Philosophin Hannah Arendt, die über den Prozess von Adolf Eichmann kommentierte, hob die Banalität des Bösen hervor und wies darauf hin, wie gewöhnliche Menschen an schrecklichen Verbrechen mitschuldig werden konnten. Diese Beobachtung war im Kontext ehemaliger Nazis in Regierungspositionen erschreckend relevant. Das Erbe dieser Periode ist komplex. Einerseits kann die Integration ehemaliger Nazis in die Nachkriegsregierungen als pragmatische Notwendigkeit für den Wiederaufbau einer verwüsteten Nation angesehen werden. Andererseits stellt es einen beunruhigenden Kompromiss dar, bei dem das Streben nach Stabilität und antikommunistischen Allianzen die Verfolgung von Gerechtigkeit für die Verbrechen der Nazi-Ära überschattete. Im Schatten der Schande, die belasteten Erbschaften von Nazi-Familien, die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs hinterließen ein einzigartiges und oft schmerzhaftes Erbe für die Familien prominenter Nazi-Beamter. Diese Familien rangen mit einer tiefen und komplexen Last, einer Mischung aus Schuld, Scham, Verwirrung und manchmal Trotz, als sie ihr Leben im Schatten ihrer berüchtigten Verwandten navigierten. Die Geschichten dieser Familien bieten eine menschliche Dimension der Auswirkungen der Gräueltaten des Nazi-Regimes. Ein markantes Beispiel ist die Familie von Heinrich Himmler, dem Architekten des Holocausts. Seine Tochter, Gudrun Burwitz, geboren 1929, blieb ihr Leben lang eine umstrittene Figur, ohne jemals öffentlich ihren Vater oder seine Taten abzulehnen. Stattdessen engagierte sie sich in der Stille Hilfe, einer Organisation, die für die Unterstützung verhafteter, verurteilter oder flüchtiger ehemaliger SS-Mitglieder bekannt ist. Burwitz' Leben veranschaulicht die komplizierte, oft ungelöste Beziehung einiger Nazi-Nachkommen zu der Vergangenheit ihrer Familie. Sie verteidigte ihren Vater standhaft und erklärte in einem seltenen Interview, was er tat, tat er für Deutschland. Am anderen Ende des Spektrums steht die Familie von Hermann Göring, Hitlers Stellvertreter. Seine Tochter, Edda Göring, geboren 1938, lebte den größten Teil ihres Lebens unter der Aufmerksamkeit und dem Stigma der Taten ihres Vaters. Sie hielt ein niedriges Profil, sprach selten öffentlich über ihren Vater und lebte mit der ständigen Erinnerung an das dunkle Erbe ihrer Familie. In einem seltenen Kommentar erwähnte Edda, dass sie ihren Vater liebte, aber sie kämpfte mit der Realität seiner Rolle im Nazi-Regime. Die Familie von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz, hatte einen anderen Weg. Sein Sohn, Rainer Höss, geboren 1965, wurde ein ausgesprochener Kritiker der Taten seines Großvaters und widmete sein Leben der Aufklärung junger Menschen über die Gefahren von Hass und Extremismus. In einem bewegenden Symbol der Versöhnung besuchte Rainer sogar Auschwitz und stand als starker Kontrapunkt zum schrecklichen Erbe seines Großvaters. Rainer sagte in einem Interview:
Ich muss damit leben, dass er mein Großvater war, aber ich habe mich entschieden, nicht sein Enkel zu sein. Die Nachkommen von Joseph Goebbels, dem Nazi-Propagandaminister, rangen ebenfalls mit einem komplexen Erbe. Harald Quandt, 1921 bis 1967, Goebbels Stiefsohn aus der früheren Ehe seiner Frau Magda, wurde nach dem Krieg ein erfolgreicher Industrieller. Im Gegensatz zu vielen Nazi-Familien gelang es den Quandts, einen Großteil ihres Reichtums und Einflusses zu bewahren, obwohl sie selten öffentlich über ihre Verbindung zu Goebbels sprachen. Die Familie Quandt, die bedeutende Anteile an BMW und anderen Unternehmen hielt, geriet viel später in den Fokus, als eine deutsche Dokumentation aus dem Jahr 2007 ihre Verwendung von Zwangsarbeitern während des Krieges hervorhob. Vielleicht eine der fesselndsten Geschichten ist die von Niklas Frank, dem Sohn von Hans Frank, dem Generalgouverneur des besetzten Polens. Niklas war unerbittlich kritisch gegenüber seinem Vater und beschrieb ihn als einen bedauernswerten Fanatiker Hitlers und hat einen Großteil seines Lebens damit verbracht, die Verbrechen seines Vaters und das Nazi-Regime anzuprangern. Er schrieb ein berühmtes Buch mit dem Titel »Der Vater – Eine Abrechnung«, in dem er sich direkt mit dem Erbe seines Vaters auseinandersetzte. Die Erfahrungen dieser Familien variierten stark, wobei einige sich entschieden, sich der Vergangenheit direkt zu stellen, während andere es vorzogen, in ihrem Schatten zu leben und selten die historische Last anzuerkennen, die sie trugen. Einige, wie Bettina Göring, die Großnichte von Hermann Göring, entschieden sich, sich physisch und psychologisch von ihrem Erbe zu distanzieren, wobei Bettina sogar eine Sterilisation durchführte und angab, den Wunsch zu haben, die Göring-Blutlinie nicht fortzupflanzen. Sie reflektierte ihre Entscheidung und sagte: »Ich ließ mich im Alter von 30 Jahren sterilisieren, weil ich befürchtete, ein weiteres Monster zu erschaffen.« Die Generationensaga der Nazi-Familien ist nicht nur eine Fußnote in der Geschichte. Sie ist ein Zeugnis des langen und oft schmerzhaften Schattens, den solche dunklen Erbschaften über Familien werfen. Sie spricht von den komplexen menschlichen Emotionen, von Schuld, Scham, Verleugnung und manchmal einem tiefen Gefühl der Verantwortung, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Schatten in der Wüste. Die unerzählte Geschichte der Nazis im Nahen Osten. Im turbulenten Nachklang des Zweiten Weltkriegs, als die Welt versuchte, sich wieder aufzubauen und sich mit den Schrecken der Vergangenheit auseinanderzusetzen, entfaltete sich ein weniger bekanntes Kapitel im Nahen Osten. Diese Region, weit entfernt von den Epizentren des Konflikts, wurde zu einer unwahrscheinlichen Zuflucht für einige Mitglieder des Nazi-Regimes. Die Geschichte dieser Personen, die in Nahostländern Zuflucht und sogar Rollen fanden, ist ein komplexer Schnittpunkt aus Geopolitik, Ideologie und dem anhaltenden Erbe des Nationalsozialismus. Eine der bemerkenswertesten Figuren in dieser Erzählung war Alois Brunner, ein enger Mitarbeiter von Adolf Eichmann und ein Schlüsselarchitekt des Holocaust. Brunner fand seinen Weg nach Syrien, wo er angeblich die Regierung in Sicherheits- und Verhörtechniken beriet. Trotz zahlreicher Versuche, ihn zu lokalisieren und auszuliefern, entging Brunner der Gefangennahme und lebte in Damaskus unter dem Pseudonym Dr. Georg Fischer. Seine Anwesenheit in Syrien war ein offenes Geheimnis, und es wird angenommen, dass er eine Rolle BE der brutalen Unterdrückung von Dissens im Land spielte. Brunners Überleben in Syrien, oft gemunkelt, aber nie offiziell bestätigt, blieb eine Quelle der Frustration für Nazi-Jäger, wobei das Simon Wiesenthal Center erklärte, er sei einer der wichtigsten Nazi-Kriegsverbrecher. Ein weiterer berüchtigter Nazi, der seinen Weg in den Nahen Osten fand, war Johann von Leers, ein prominenter Nazi-Propagandist. Nach seiner Konversion zum Islam nahm er den Namen Omar Amin an und zog nach Ägypten, wo er unter dem Regime von Gamal Abdel Nasser Arbeit fand. Von Leers nutzte seine Expertise in der Propaganda, um Nassers Regierung zu unterstützen, insbesondere in seiner anti-israelischen und antizionistischen Rhetorik. Seine Transformation von einem Verbreiter nationalsozialistischer Ideologie zu einer Stimme in Nassers Regime markierte eine eigenartige Wendung in seiner ideologischen Reise. Der Fall von Franz Rademacher, einem ehemaligen Beamten des Auswärtigen Amtes, der für jüdische Angelegenheiten im nationalsozialistischen Deutschland verantwortlich war, ist ebenfalls bedeutend. Nach seiner Flucht aus Deutschland fand Rademacher kurzzeitig Zuflucht in Syrien und später in Ägypten, wo er weiterhin seine antisemitischen Überzeugungen vertrat.
Rademachers Geschichte endete jedoch im Jahr 1962, als er in Syrien verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert wurde, wo er sich für seine Kriegsverbrechen verantworten musste. Diese Personen waren Teil eines breiteren Musters, bei dem Nahostländer, insbesondere Ägypten und Syrien, ehemaligen Nazis Zuflucht gewährten. Dieses Phänomen lässt sich teilweise durch die geopolitische Landschaft der Zeit erklären. In den frühen Jahren des Kalten Krieges war der Nahe Osten eine Region von strategischer Bedeutung und die Expertise der ehemaligen Nazis in Militär, Geheimdienst und Propaganda war wertvoll für Regierungen, die ihre Macht stärken und wahrgenommene Bedrohungen abwehren wollten, insbesondere von Israel und westlich orientierten Nationen. Die Motivationen der Nahostländer, diese Personen zu beherbergen, waren vielfältig. In einigen Fällen wurde sie von einer gemeinsamen Feindseligkeit gegenüber dem Zionismus und Israel angetrieben. Für andere war es der praktische Vorteil, die Fähigkeiten und Kenntnisse dieser erfahrenen Beamten und Operateure zu nutzen. Ägypten beispielsweise beschäftigte unter Nasser mehrere ehemalige Nazis in seinen Militär- und Geheimdienstsektoren und nutzte deren Expertise in seinen Konflikten mit Israel. Die Anwesenheit ehemaliger Nazis im Nahen Osten war nicht ohne Kontroversen. Sie war eine Quelle der Spannung in den internationalen Beziehungen, insbesondere mit Israel und jüdischen Organisationen, die darauf abzielten, diese Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen. Die Zurückhaltung oder Weigerung einiger Nahostregierungen, diese Personen auszuliefern, wurde oft als Streitpunkt angeführt. Die Geschichten dieser Nazis im Nahen Osten unterstreichen auch die komplexe und oft undurchsichtige Natur der internationalen Justiz. Während einige, wie Eichmann, letztendlich gefasst und vor Gericht gestellt wurden, entgingen andere wie Brunner und von Leers der Gerechtigkeit, geschützt durch die Geopolitik, die sie einst mächtig gemacht hatte. Die ungleichmäßige Verfolgung dieser Personen spiegelte die komplizierte und oft widersprüchliche Natur der Nachkriegsgeopolitik wider. Das Erbe dieser ehemaligen Nazis im Nahen Osten ist eine Erinnerung an die weitreichenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts. Es zeigt, wie die Tentakel dieses globalen Konflikts weit über Europa hinausreichten und Politik und Gesellschaft in entfernten Regionen beeinflussten. Geschichte wiederherstellen. Die mühsame Reise der Kunst- und Vermögensrückgewinnung aus der Nazi-Zeit. Im Schatten der schrecklichen Gräueltaten der Nazis ist seit Jahrzehnten ein umfangreiches und komplexes Bemühen im Gange. Die Rückgewinnung und Restitution von Kunst und Vermögen, die während des Zweiten Weltkriegs geplündert wurden. Diese monumentale Aufgabe, gestohlene Gegenstände an ihre rechtmäßigen Besitzer oder deren Nachkommen zurückzugeben, ist nicht nur eine Frage von rechtlicher und finanzieller Bedeutung, sondern auch ein entscheidender Schritt, um die tiefen Wunden zu heilen, die das Nazi-Regime zugefügt hat. Es wird geschätzt, dass während dieser Zeit über 600.000 Gemälde gestohlen wurden und die Bemühungen um deren Rückgewinnung dauern bis heute an. Das Ausmaß der Nazi-Plünderungen war atemberaubend. Es wird geschätzt, dass die Nazis etwa 20% der Kunst Europas während des Krieges raubten, einschließlich Gemälde, Skulpturen und anderer wertvoller Kulturgüter. Diese systematische Plünderung war Teil ihrer breiteren Kampagne der Unterdrückung und des Völkermords, insbesondere gegen jüdische Familien und Institutionen. So verlor beispielsweise die Familie Rothschild einen bedeutenden Teil ihrer umfangreichen Kunstsammlung durch die Nazi-Plünderungen. Einer der emblematischsten Fälle der Kunstrückgewinnung betrifft das berühmte Porträt von Adele Bloch-Bauer im Dern von Gustav Klimt. Das Gemälde wurde 1941 von den Nazis der Familie Bloch-Bauer gestohlen. Erst 2006, nach einem langwierigen Rechtsstreit, gelang es Maria Altmann, der Nichte von Adele Bloch-Bauer, dieses Meisterwerk zurückzufordern, das anschließend für 135 Millionen Dollar verkauft wurde. Altmanns Kampf wurde später im 2015 erschienenen Film »Die Frau in Gold« dramatisiert und lenkte so die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema der Kunstrestitution. Ihr Fall war wegweisend für viele ähnliche Ansprüche. Der Weg der Rückgewinnung ist voller rechtlicher und bürokratischer Herausforderungen. Viele Kunstwerke fanden ihren Weg in Museen und Privatsammlungen, oft mit wenig Dokumentation, um ihre Herkunft nachzuvollziehen. Die Washingtoner Grundsätze über Nazi-konfiszierte Kunst von 1998 waren ein wichtiger Schritt nach vorn
und boten Richtlinien für die Identifizierung und Restitution geraubter Kunst. Die Umsetzung war jedoch ungleichmäßig, wobei einige Institutionen mehr als andere bereit waren, die Herkunft ihrer Sammlungen zu untersuchen und Gegenstände gegebenenfalls zurückzugeben. Die Entdeckung des Münchner Kunstfundes 2013 über 1500 Werke, die Cornelius Gurlitt, der Sohn eines Kunsthändlers aus der Nazizeit, besaß, unterstrich das enorme Ausmaß des Problems. Die Entdeckung des Gurlitt-Schatzes 2012, eine Sammlung von über 1400 Kunstwerken, die in der Wohnung von Cornelius Gurlitt, dem Sohn eines Kunsthändlers aus der Nazizeit, gefunden wurden, hob die anhaltenden Herausforderungen der Kunstrestitution hervor. Diese Entdeckung führte zur Gründung der Deutschen Stiftung Verlorene Kunst, die sich der Erforschung der Herkunft von Kunstwerken widmet, die vermutlich von den Nazis geraubt wurden. Der Schatz umfasste Werke von Picasso, Matisse und Dix unter anderem. Die Vermögensrückgewinnung erstreckt sich über Kunstwerke hinaus auf eine breite Palette von Eigentum und Wertsachen. Die Jewish Restitution Successor Organization wurde gegründet, um jüdisches Eigentum in Deutschland zurückzugewinnen, das keine identifizierbaren Erben hatte. Ähnlich arbeitet die Claims Conference unermüdlich daran, Entschädigungen für Holocaust-Überlebende und ihre Erben zu sichern und hat seit 1952 über 70 Milliarden Dollar an Entschädigungen verteilt. Die emotionale Wirkung dieser Restitutionsbemühungen kann nicht überbewertet werden. Für viele Familien ist die Rückgabe eines Gemäldes oder eines Besitzstücks ein mächtiges Symbol für Gerechtigkeit und eine greifbare Verbindung zu einer gewaltsam unterbrochenen Vergangenheit. Es geht nicht nur um den monetären Wert dieser Gegenstände, sondern darum, das Andenken an diejenigen zu ehren, die unter dem Nazi-Regime gelitten haben. Trotz dieser Bemühungen bleiben Tausende von Kunstwerken und bedeutende Mengen an Eigentum unaufgeklärt. Die anhaltende Suche und rechtlichen Auseinandersetzungen unterstreichen die Komplexität, die Fehler der Vergangenheit anzugehen. Für viele Überlebende und ihre Familien ist der Kampf um Restitution eine schmerzhafte Erinnerung an den Verlust und das Trauma, das sie erlitten haben. In einer bemerkenswerten Anekdote, als der Schauspieler von Picasso den Erben eines deutsch-jüdischen Bankiers zurückgegeben wurde, von dem es beschlagnahmt worden war, bemerkte ein Familienmitglied: "Dieses Gemälde ist ein Symbol für die Widerstandsfähigkeit unserer Familie angesichts immenser Widrigkeiten." Der anhaltende Schatten, die Verfolgung des Erbes der nationalsozialistischen Ideologie im Neonazismus. Jahrzehnte nach dem Fall des Dritten Reichs wirft das toxische Erbe der nationalsozialistischen Ideologie weiterhin einen langen, dunklen Schatten über den Globus. Das Aufkommen und die Hartnäckigkeit von neonazistischen Gruppen stellen eine beunruhigende Kontinuität der hasserfüllten und supremazistischen Doktrinen dar, die Hitlers Regime antrieben. Diese Gruppen, obwohl sie in ihrer Organisation und ihrem Einfluss unterschiedlich sind, teilen eine gemeinsame Linie in ihrer Verehrung für nationalsozialistische Prinzipien und ihrer Fortführung von rassistischem Hass und Antisemitismus. Berichten zufolge gibt es gegen Ende der 2010er Jahre weltweit Hunderte von neonazistischen Gruppen mit insgesamt Zehntausenden Mitgliedern. Die Wurzeln des Neonazismus können auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgeführt werden, eine Periode, die von Aufruhr und ideologischem Vakuum in Teilen Europas geprägt war. Anfangs bestanden diese Gruppen aus ehemaligen Nazi-Beamten und Sympathisanten, die sich nicht mit der Niederlage Deutschlands und der Diskreditierung nationalsozialistischer Überzeugungen abfinden konnten. Mit der Zeit begann die neonazistische Ideologie, neue Generationen anzusprechen und entwickelte sich weiter, um sich an zeitgenössische Kontexte anzupassen, während sie ihre Kernprinzipien der rassischen Reinheit, des Antisemitismus und des Autoritarismus beibehielt. In den 50er und 60er Jahren entstanden in Ländern wie den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich solche Gruppen, die die Rhetorik der Rassenüberlegenheit und nationalen Erneuerung widerspiegelten. Eine der frühesten und berüchtigtsten neonazistischen Gruppen war die amerikanische Nazi-Partei, die 1959 von George Lincoln Rockwell gegründet wurde. Rockwells Organisation, trotz ihres marginalen Status, erlangte Berühmtheit für ihre provokativen Kundgebungen und unverhohlene Förderung nationalsozialistischer Ideale. Rockwell, der oft eine an die SS erinnernde Uniform trug, erklärte berüchtigt: "Wir müssen ein reines weißes Amerika haben oder untergehen."
Seine Ermordung im Jahr 1967 tat wenig, um die Ausbreitung der Bewegung zu dämpfen. In Europa führte das Wiederaufleben rechtsextremer Ideologien zur Gründung von Gruppen wie der National Front des Vereinigten Königreichs, gegründet im Jahr 1967, und der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, gegründet im Jahr 1964. Diese Gruppen, die sich nicht immer explizit als neonazistisch identifizierten, vertraten Schlüsselaspekte der nationalsozialistischen Ideologie, darunter Ultranationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassentrennung. Die NPD beispielsweise sah sich in Deutschland aufgrund ihrer ideologischen Nähe zur NSDAP mit zahlreichen rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Ihre Kundgebungen und Propagandaanstrengungen lösten oft erhebliche öffentliche Empörung und Gegenproteste aus. Der Fall der Sowjetunion im Jahr 1991 und die darauffolgenden sozialen und wirtschaftlichen Umbrüche in Osteuropa boten einen fruchtbaren Boden für das Wiederaufleben neonazistischer Ideologien. Gruppen wie Russlands Russische Nationale Einheit, 1990 von Alexander Barkaschow gegründet, der oft in Uniformen auftrat, die an die Hitlerjugend erinnerten, fanden Anhänger. Diese Gruppen nutzten die sozialen Unruhen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten aus, machten Minderheiten verantwortlich und förderten ultranationalistische Stimmungen. Zu Beginn der 2000er Jahre war Russland zu einem Zentrum neonazistischer Aktivitäten geworden, wobei mehrere gewalttätige Vorfälle diesen Gruppen zugeschrieben wurden. Das Internetzeitalter hat neonazistischen Gruppen ein mächtiges Werkzeug für Propaganda und Rekrutierung gegeben. Websites, Online-Foren und soziale Medien haben es diesen Gruppen ermöglicht, ihre Ideologien weiter und verdeckter zu verbreiten. Diese digitale Verbreitung hat zu einem besorgniserregenden Trend globaler Vernetzung unter neonazistischen Fraktionen geführt, der nationale Grenzen überschreitet und ein diffuses, internationales Netzwerk von Anhängern schafft. Online-Plattformen wurden genutzt, um Veranstaltungen zu koordinieren, Propaganda zu verbreiten und sogar global Mitglieder zu rekrutieren. Trotz Bemühungen, die Ausbreitung neonazistischer Gruppen zu bekämpfen, bleiben Herausforderungen bestehen. Die schwer fassbare und oft dezentralisierte Natur dieser Gruppen macht es schwierig, sie effektiv zu überwachen und zu bekämpfen. Darüber hinaus fügen breitere soziale und politische Probleme, wie wirtschaftliche Ungleichheit und Einwanderung, die oft rechtsextreme Stimmungen schüren, dem Problem weitere Komplexitätsebenen hinzu. Regierungen und Strafverfolgungsbehörden weltweit ringen mit der Herausforderung, die Meinungsfreiheit mit der Notwendigkeit, Hassreden einzudämmen und Gewalt zu verhindern, in Einklang zu bringen. Angesichts dieser Herausforderungen haben verschiedene Regierungen und internationale Organisationen ihre Bemühungen intensiviert, neonazistischen Ideologien entgegenzuwirken. Bildungsprogramme, rechtliche Maßnahmen und Gegenradikalisierungsinitiativen wurden implementiert, um den Einfluss des Neonazismus einzudämmen. In Deutschland beispielsweise ist die umfassende Aufklärung über den Holocaust und die Gefahren des Rechtsextremismus Teil des Lehrplans, um jüngere Generationen gegen diese Ideologien zu immunisieren. Entwirrung der Gedanken. Verstehen der Psychologie hinter dem Nazi-Phänomen. Der Aufstieg des Nazi-Regimes und seine Fähigkeit, die Unterstützung gewöhnlicher Menschen für seine schrecklich zerstörerische Agenda zu gewinnen, bleibt einer der rätselhaftesten und am meisten untersuchten Aspekte der modernen Geschichte. Psychologische und soziologische Forschungen haben tief in die Denkweise derjenigen eingedrungen, die Teil dieses Regimes waren, um zu verstehen, wie scheinbar durchschnittliche Individuen zu Akteuren in einem der brutalsten Kapitel der Geschichte werden konnten. Die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, die Nazi-Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zogen, rückten diese Frage in den Vordergrund und ließen die Welt darüber nachdenken, wie zivilisierte Menschen zu Tätern unaussprechlicher Gräueltaten werden konnten. Die Grundlagen dieser Forschung lassen sich auf die unmittelbare Nachkriegszeit zurückverfolgen. Herausragend unter den frühen Studien ist die autoritäre Persönlichkeit 1950, entwickelt von Theodor Adorno und anderen Forschern. Sie schlugen vor, dass ein bestimmter Persönlichkeitstyp, gekennzeichnet durch starre Konventionalität, Unterwerfung unter Autorität und Feindseligkeit gegenüber Außengruppen, anfälliger für faschistische Ideologien war. Diese Theorie legte nahe, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale
Individuen für extremistische Überzeugungen prädisponieren könnten. Adorno sagte berühmt: Der faschistische Agitator ist in der Regel ein Meister des gesprochenen Wortes. Eine weitere wegweisende Studie waren Stanley Milgrams Gehorsamsexperimente in den frühen 60er Jahren. Milgram suchte zu verstehen, wie gewöhnliche Menschen unter Autorität zu Handlungen der Grausamkeit gezwungen werden konnten. Seine Ergebnisse zeigten, dass eine signifikante Anzahl der Teilnehmer bereit war, anderen das zu verabreichen, was sie für schmerzhafte elektrische Schocks hielten, wenn sie von einer Autoritätsperson dazu aufgefordert wurden. Milgrams Schlussfolgerung, dass gewöhnliche Menschen wahrscheinlich Befehlen einer Autoritätsperson folgen, selbst bis zum Töten eines unschuldigen Menschen, hat tiefe Implikationen für das Verständnis des Verhaltens von Individuen im Naziregime. Milgram stellte fest, gewöhnliche Menschen, die einfach nur ihre Arbeit tun und ohne besondere Feindseligkeit ihrerseits, können zu Akteuren in einem schrecklich zerstörerischen Prozess werden. Im Bereich der Soziologie brachte die Arbeit von Hannah Arendt, insbesondere ihr Konzept der Banalität des Bösen, wie in ihrem Buch Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen, 1963, untersucht, eine neue Perspektive. Arendts Studie über Adolf Eichmann, einem Schlüsselarchitekten des Holocausts, porträtierte ihn nicht als fanatischen Ideologen, sondern als erschreckend gewöhnlichen Menschen, der Gräueltaten einfach als Teil seiner Arbeit beging. Diese Idee legte nahe, dass die Fähigkeit zum Bösen banaler und alltäglicher sein könnte, als bisher angenommen. Arendt sagte berühmt: Die traurige Wahrheit ist, dass das meiste Böse von Menschen begangen wird, die sich nie entscheiden, gut oder böse zu sein. Die Milgram-Experimente und Arendts Theorie wurden im Laufe der Jahre verschiedenen Kritiken und Neuinterpretationen unterzogen. Einige Gelehrte argumentieren, dass diese Theorien die Rolle des ideologischen Engagements, BE, den Handlungen der Nazis unterschätzen. Andere weisen auf den Einfluss einer hochmilitaristischen und nationalistischen Kultur im Vorkriegsdeutschland hin, die Individuen dazu konditionierte, sich anzupassen und zu gehorchen. Forscher wie Christopher Browning in seinem Buch »Ganz normale Männer«, das die Handlungen einer Nazi-Polizeieinheit in Polen untersuchte, lieferten Einblicke, wie gewöhnliche Individuen im Holocaust mitschuldig wurden. Neuere Forschungen haben neurowissenschaftliche Perspektiven einbezogen und untersuchen, wie Gehirnfunktion und Struktur die Anfälligkeit für extremistische Überzeugungen beeinflussen könnten. Studien mit Hirnbildgebung haben vorgeschlagen, dass Individuen mit extremen Überzeugungen unterschiedliche Muster der Gehirnaktivität, BAI, der Informationsverarbeitung oder Entscheidungsfindung aufweisen könnten, obwohl dieses Feld noch in den Kinderschuhen steckt. Diese Studien zielen darauf ab, die neurologische Basis hinter der Anfälligkeit für extremistische Ideologien zu verstehen. Gruppendynamik spielt auch eine entscheidende Rolle beim Verständnis des Nazi-Phänomens. Das Konzept des Gruppendenkens, bei dem der Wunsch nach Harmonie in einer Entscheidungsgruppe eine realistische Bewertung von Alternativen überwiegt, wird als ein wichtiger Faktor angesehen, wie Nazi-Politiken weitgehend akzeptiert und ohne kritischen Widerspruch umgesetzt werden konnten. Die Theorie der sozialen Identität, die besagt, dass Menschen einen Teil ihrer Identität aus ihren Gruppenzugehörigkeiten ableiten, kann auch helfen, die starke Loyalität innerhalb der Gruppe und Feindseligkeit gegenüber Außengruppen der Nazis zu erklären. Diese Theorie legt nahe, dass die Nazi-Betonung der arischen Identität und die Dämonisierung von Juden und anderen Minderheiten eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Gruppenzusammenhalts und Gehorsams spielten. Diese Studien deuten kollektiv darauf hin, dass der Erfolg des Nazi-Regimes BE, der Mobilisierung gewöhnlicher Menschen, nicht allein das Ergebnis individueller Psychopathologie oder eines einzigartig deutschen kulturellen Mangels war. Vielmehr war es eine komplexe Interaktion von Persönlichkeitsmerkmalen, sozialen Einflüssen, kulturellen Faktoren und situativen Drücken, die das Nazi-Regime möglich machten. Das Verständnis der psychologischen und soziologischen Grundlagen des Nazi-Regimes ist mehr als eine akademische Übung. Es dient als entscheidende Erinnerung an das Potenzial für das Böse in allen Gesellschaften. Es unterstreicht die Bedeutung der Wachsamkeit gegenüber Autoritarismus und die Notwendigkeit kritischen Denkens und moralischen Mutes angesichts zerstörerischer Ideologien. Während die Gesellschaft weiterhin mit den Lehren der Vergangenheit ringt,
bleiben diese Erkenntnisse von entscheidender Bedeutung, um die Wiederkehr eines so dunklen Kapitels in der Menschheitsgeschichte zu verhindern. Auf dieser Reise durch die Geschichte haben wir die Transformation des Nachkriegsdeutschlands, die moralischen Dilemmata der Operation Paperclip, die rätselhaften Geschichten des Odessa-Netzwerks und die anhaltenden Bemühungen, gestohlene Kunst und Würde den Opfern zurückzugeben, miterlebt. Jeder Faden dieser Erzählung, verwoben in das Gewebe der Zeit, dient als Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der Menschheit und ihre unnachgiebige Suche nach Gerechtigkeit. Wenn wir über diese Ereignisse nachdenken, erinnern wir uns an die ergreifenden Worte von Elie Wiesel, einem Holocaust-Überlebenden und Nobelpreisträger, der sagte: Für die Toten und die Lebenden müssen wir Zeugnis ablegen. Diese Reise durch das Schicksal der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg unterstreicht die Bedeutung, sich an die Geschichte zu erinnern und Zeugnis abzulegen. Nicht nur, um diejenigen zu ehren, die gelitten haben, sondern auch, um sicherzustellen, dass eine solche Dunkelheit nicht wieder in unsere Welt zurückfindet.